Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, liebe Freunde, werte Gäste, Brandenburg, es kann so einfach sein. Mit diesem schlichten und ideenlosen Spruch wirbt die rote Landesregierung für unser schönes Brandenburg. Drehen wir den Spieß doch einfach mal um und rufen den Brandenburgern zu. Ja, es kann so einfach sein. Mit 2 Kreuzen bei der Landtagswahl für die AfD werden wir Woidke und Co. in den unverdienten Ruhestand schicken. Wahlkampf ist eigentlich auch wie ein Boxkampf. Wir stellen uns mit Energie und Fairplay und vor allen Dingen mit Inhalten. Ring frei zur ersten Runde. Ich bin ja ein Lausitzer Original. In Guben geboren, von 1980 bis 1995 habe ich in Forst gelebt und gearbeitet. Und seit 1995 lebe ich sehr, sehr gern in Cottbus. Ich habe nach der Wende den Niedergang der Lausitz hautnah erlebt. Und ich weiß, dass viele Eltern, so wie ich, mit der Tatsache leben müssen, dass ihre Kinder die Region wegen mangelnder Perspektive verlassen mussten. Diese gebeutelte Region darf nicht wieder zerstört werden. Der politisch verordnete Strukturwandel, sprich der Ausstieg aus der Kohle, darf erst erfolgen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens Versorgungssicherheit, bezahlbare Strom- und Energiepreise. Wir haben die teuersten Energiepreise in Europa. Und ein adäquater Ersatz für die Industriearbeitsplätze. Es geht um 20.000 Arbeitsplätze, direkt 8.000 und ca. 12.000 bis 15.000 indirekt. Ich erzähle Ihnen keine grünen Märchen. Ich springe auch nicht auf den Zug Friday for Future, weil es so hip und modern zu wirken scheint. Nein, meine Art, Politik zu machen, ich liefere Konzepte. Im Bundestagswahlkampf war ich die Einzige, die die Sonderwirtschaftszone gefordert hat. Und plötzlich springen alle auf den fahrenden Zug auf. Und trotzdem werden sie dann, weil sie überhaupt kein Konzept haben, wieder von ihren Parteispitzen zurückgepfiffen. Aber, und das ist wichtig, die AfD wirkt. Wir brauchen Macher im Land und keine Maulhelden. Ring frei zur nächsten Runde. In Cottbus, wir sind eine Universitätsstadt. Ein wesentlicher Leuchtturm, und wir haben leider nicht viele, ist unsere BTU. Mit einer beispiellosen Arroganz und im Bastardstil wurde unter Ministerin Kunst im Namen der SPD unsere BTU mit der Fachhochschule Lausitz zwangfunktioniert. Von nun an ging es bergab. Die Zahl der Studenten sank von über 10.000 auf jetzt 7.200. Gute Professoren verließen die BTU. Professor Steinbach, lange als Heißbringer gefeiert, verließ 2018 fluchtartig das sinkende Schiff. Und jetzt versucht er sich als Wirtschaftsminister. Ich kann nicht feststellen, dass das eine Bereicherung ist. Von den Studenten werden überwiegend Bachelor- statt Masterabschlüsse an einer Universität abgelegt. Der Niedergang der BTU ist täglich greifbar, spürbar. Und das Elend hat einen Namen. Es ist Ministerin Münch aus Cottbus. Aber zur Ehrenrettung der Cottbuser muss ich sagen, sie ist ein Import aus Heidelberg. Nicht jedes Westpaket hat den Inhalt, was man da sich verspricht. Das wird nicht immer gehalten. Statt die BTU zu entwickeln und zum Beispiel eine medizinische Fakultät und den Zweig Pharmazie aufzubauen, wurschtelte Frau Münch fröhlich weiter. Mein Rezept: Rückabwicklung der Zwangsfusion und die eben genannten Vorschläge zügig umsetzen. Wir schlagen damit 2 Fliegen mit einer Klappe. Die BTU hat endlich eine Zukunft und wir bekämpfen gleichzeitig den Ärztemangel in Brandenburg und können den Prozess des Apothekensterbens auch endlich aufhalten. Apotheker ist inzwischen in Brandenburg nämlich ein Mangelberuf geworden. Mit dem jetzt an den Tag gelegten Aktionismus können Sie, Frau Dr. Münch, die Lausitzer nicht mehr täuschen. Die Kaiserin ist nackt
Und die Bürger wählen das Original, nämlich unser Konzept, das der AfD. Ring frei zur dritten Runde. Ohne Moos nichts los. Die Kommunalfinanzen sind in Brandenburg die Achillesferse. Viele Kommunen sind chronisch unterfinanziert, sitzen auf hohen Kassenkrediten. Deutschland ein reiches Land mit armen Kommunen? Hier stimmt doch was nicht. Beenden wir endlich die Misere und stellen die Kommunalfinanzen auf ein solides Fundament. Der Ist-Zustand. Von 100 Euro Steuermitteln bekommt der Bund 42,50, die Länder auch und die Kommunen 15 Euro. Mein Modell, 40 Euro der Bund, 40 Euro die Länder und 20 die Kommunen. Vorteil, wir haben endlich den Gestaltungsspielraum hier vor Ort. Wir Kommunalpolitiker wissen, wo der Schuh drückt. Und es könnten viele Förderprogramme einfach wegfallen. Sie verschleißen nur Bürokratie. Und was haben wir für Blüten? Wir haben in Cottbus einen Sanierungsstau von 300 Millionen Euro bei Straßen, Brücken und Plätzen. Dank absurder Förderpolitik haben wir eine Fischtreppe bekommen. Kosten reichlich 2 Millionen. Die Freude der Bürger hielt sich arg in Grenzen. Den Atem hat es mir verschlagen, als ich gestern die Vorschläge der Wirtschaftsweisen gelesen habe, die sie der Kanzlerin übergeben haben. Die CO2-Steuer soll kommen. Diesel, Benzin und Heizen soll verteuert werden. An das Märchen mit dem Ausgleich glaube ich nicht. Im Flächenland Brandenburg, dem Land der Pendler, werden die bestraft, die nicht die Hand aufhalten, sondern früh aufstehen, sich und ihre Familien ernähren und Steuern zahlen. Was ist das für ein absurder Plan? Noch abenteuerlicher sind aber die Pläne der OECD. Man hat uns 7 Steuererhöhungspläne in das Buch geschrieben. Seit wann ist denn die OECD für Steuererhöhungen zuständig? Aber es geht ja um Deutschland und Deutschland kann man ja immer noch melken. Jetzt geht es den Häuserbesitzern an den Kragen, wenn diese Empfehlungen der OECD umgesetzt werden. Nun ja, unsere vielen Gäste kosten ja. Da darf man nicht so zimperlich sein. Das hat sich wahrscheinlich die OECD gedacht. Ring frei zur vierten Runde. Innere Sicherheit ist ein hohes Gut und auch ein Standortfaktor. Solche richterlichen Fehlurteile wie die Freilassung des mutmaßlichen Mörders von Gerda Krüger ist eine Instinktlosigkeit gegenüber der Familie des Opfers und ein Tritt gegen das Rechtsempfinden vieler Bürger. Der Schutz des Bürgers verkommt inzwischen zur Nebensache. Deshalb fordern wir Opferschutz und Grenzen ziehen. Es darf keine Einreise ohne gültige Papiere geben. Jeder kann sich hier eine Identität zusammenzimmern. Das hat doch mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Wir fordern, und das sage ich auch, Sachleistung spart Gargeld, damit der Pull-Effekt endlich aufhört. Und die Residenzpflicht für Flüchtlinge im Land Brandenburg, denn Cottbus ist überproportional vom Zuzug von Flüchtlingen betroffen. Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, liebe Freunde, werte Gäste, in diesem Jahr begehen wir 30 Jahre friedliche Revolution. Mein Mann, der vor 2 Jahren gestorben ist, war Aktivist der ersten Stunde in Cottbus. Er verpasste keine Montagsdemo und war überaus glücklich, die deutsche Einheit noch erleben zu dürfen. Diese Euphorie verflog bei ihm und er wurde zornig und fassungslos, als die Regierung 2015 diesen Kontrollverlust über unser Land zugelassen hat. Es ist sein Vermächtnis, dass ich hier und heute erneut meine Stimme erhebe. Es geht um die Zukunft von Cottbus, um die der Lausitz, um die Zukunft von Brandenburg und die Zukunft von Deutschland. Einigkeit und Recht und Freiheit sind keine leeren Worte. Nein, wir von der AfD erfüllen sie mit Leben. Ich werde wieder, so wie Sie mich kennen, mit Leidenschaft,
mit Energie, mit Sachverstand, mit lösungsorientierten Konzepten in den Wahlkampf ziehen. Ihre Stimme ist mein Auftrag. Hol dir dein Land zurück. Danke, Cottbus. Nicht nur unser Land verfällt zusehend, nein, auch unsere Gesellschaft. Seit Jahrzehnten propagieren die Grünen ihren Multikulti-Wahn, auf den nun auch alle anderen Parteien aufgesprungen sind. Wenn man durch Cottbus geht, muss einem doch das veränderte Gesellschaftsbild auffallen. Orientalische und nordafrikanische Männerhorden mit ihrer machohaften Außenwirkung und Sarazins Kopftuchmädchen bevölkern unsere Straßen, während der deutsche Michel sich den Buckel krumm macht. Liebe Medienvertreter, liebe Realitätsverweigerer, liebe Mitarbeiter des Geheimdienstes, das ist kein persönliches Gefühl, auch kein Empfinden und schon gar keine Hetze. Das ist die pure Wahrheit. Folgendes dürfen Sie gern in den neuesten Züricher Nachrichten von Anfang der Woche nachlesen. Eine neue Studie zeigt jetzt, dass wir fremd im eigenen Land sind. In deutschen Großstädten geht inzwischen die Mehrheitsgesellschaft ihrem Ende entgegen. Das bedeutet, dass Deutsche ohne Migrationshintergrund, nach Definition des Statistischen Bundesamtes, nicht mehr die absolute Mehrheit sind. Anfang 2018 lebten in Frankfurt am Main laut dem Statistischen Jahrbuch der Stadt 46,9% Deutsche ohne Migrationshintergrund. Deshalb dasselbe gelte für kleinere Städte wie Offenbach, nur noch 37% Deutsche ohne Migrationshintergrund, Heilbronn, Sindelfingen und Pforzheim. In zahlreichen anderen Städten werde bald das Gleiche passieren. Ich möchte das nicht. Und ich kann sagen, es gibt nur eine Alternative, dass es auch in unseren Städten in Ostdeutschland nicht so kommt. Das heißt, das Kreuz am 1. September bei der richtigen Partei zu machen, und zwar bei der AfD. Dazu paart sich eine Dame von der SPD, Dr. Verena Brunschweiger, hervorragend. Diese Dame, Lehrerin von Beruf, ist der Meinung, Zitat, ein Kind ist das Schlimmste für die Umwelt. Diese Dame in ihrer Berufung ist das Schlimmste für die deutsche Gesellschaft. Auch die JUSUS, die Jugendorganisation der SPD, will eine Streichung des Paragraphen 218a, welcher besagt, dass eine Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei durchgeführt werden kann. Mit anderen Worten, diese jungen Sozialisten und jungen Sozialistinnen wollen eine klare Grenze, eine Abtreibung von Ungeborenen, ohne klare Grenze, eine Abtreibung von Ungeborenen im Leben. Wie krank ist unsere Gesellschaft? Schade, dass die Kinder dieser Verwirrten nicht selbiges in Betracht gezogen haben. Unser brandenburgischer Ministerpräsident steht für ein Brandenburg. Es soll, so der Ministerpräsident, für den Zusammenhalt im Land stehen. Was für eine Heuchelei. Die Kettenhunde der SPD werden gern losgelassen und spalten die Gesellschaft erst. Sie stacheln mit Hilfe der Medien gegen eine demokratische Partei auf und zeigen ihr ihre wahre Demokratiefeindlichkeit. Der Stadtverordnete Rothe von der SPD hat bei Facebook dazu aufgerufen, hier heute diese Zusammenkunft einer demokratischen Partei massiv zu stören. Wir hören es gerade hinter uns. Mehrere grüne und rote Kommunalpolitiker fordern auf ihren Profilbildern Platzverbot für Höcke. Auch Teile der hiesigen CDU stellen sich auf die Seite dieses toleranten Cottbushaufens. Nun frage ich euch, liebe Freunde, wer sind hier die wahren Demokratiefeinde? Wir nicht? Die Gesellschaft ist krank. Sie muss endlich mal die bittere Pille der Wahrheit schlucken, um zu erkennen, was hier läuft. Uns wird der Schuldkomplex schon in die Zuckertüte gelegt. Scheinheilige Toleranz wird Tag ein, Tag aus vorgebetet. Das deutsche Volk wird absichtlich gespalten und das soziale Miteinander geht dabei völlig unter. Wenn ich mich an meine Jugend zurückerinnere, dann war es verpönt, ein Mädchen zu schlagen. Man bot älteren Menschen einen Platz an und engagierte sich in der Gemeinschaft, was ich im Übrigen immer noch tue. Diese Tugenden wurden dank der illegalen Einwanderung und der rot-rot-grünen Ideologie über Bord geworfen. Heute engagieren sich nur noch wenige Jugendliche. Zum Beispiel hatten wir in der Feuerwehr in Brandenburg 2010 noch 45.000 Mitglieder. Mitte des nächsten Jahrzehnts werden es ungefähr nur noch 30.000 sein. Viel Spaß, wenn das Haus mal brennt. Und das zieht sich wie ein roter Faden durchs Ehrenamt. Abhängen und chillen ist doch viel cooler.
Heute werden vor den Augen der Gesellschaft Mädchen geschlagen, vergewaltigt, zwangsverheiratet und ermordet. Es werden Deutsche durch illegale Einwanderer bedroht, angegriffen und totgeschlagen. Weihnachtsmärkte und Stadtfeste werden gesichert wie ein Hochsicherheitstrakt. Traditionelle Feste, wie jetzt kürzlich in Chemnitz, werden aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Dafür wurde das Ende des Ramadan mit dem Zuckerfest gefeiert. Einige Freibäderbesuche werden zum Horrortrip. Das alles spielt sich vor Augen unserer Gesellschaft ab. Was machen unsere Altparteien? Sie fordern mehr Geld gegen rechts. Wir fordern mehr Geld zur Erhaltung unserer Identität und mehr Engagement bei der Abschiebung Illegaler. Wir sind die, die die Wahrheit aufzeigen. Und deshalb sind wir beim Establishment so verhasst. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir machen damit weiter. Ich war neulich bei einer 80-jährigen Dame in Sachsendorf. Sie beklagte sich über die unmögliche Hausgemeinschaft. Kein Respekt gegenüber älteren Menschen, Ruhestörung am laufenden Band, Geruchsbelästigung und Beschimpfung ihr gegenüber. Jetzt ratet mal, was für Nationalitäten dort wohnen. 4 davon waren noch deutsch. Ihr Vermieter macht nichts dagegen. Warum auch? Er ist ein Profiteur der Asylindustrie. Das Verhältnis der Kinder sind 2 Deutsche zu 15 anderen. Wisst ihr, wer diesen ganzen Multikulti-Wahn und Toleranz bis zum Erbrechen-Kult ausbaden muss? Unsere Kinder. Und das ist der Grund, warum ich mich politisch aktiviere. Ich schaue nicht länger weg. Hab ich noch nie. Ich werde mein deutsches Heimatland mit allen Mitteln der Rechtsstaatlichkeit verteidigen, auf dass es wieder ein Land wird, in dem wir gut und gerne leben. Ich setze mich dafür ein, dass unsere Kinder endlich wieder ideologiefreie und kostenlose Bildung erhalten. Ich setze mich dafür ein, dass es eine Stellenanhebung bei der Justiz und der Polizei gibt, damit so etwas wie mit dem mutmaßlichen syrischen Mörder von Gerda K. nicht noch einmal passiert, dass jemand ungesühnt freikommt, der das deutsche Recht gebrochen hat. Ich setze mich dafür ein, dass dieser grüne Energiespuk mit Kohleausstieg, Dieselfahrverbot, Insektenschredderanlagen ein Ende hat. Ich setze mich dafür ein, dass es keine illegalen Grenzübertritte mehr gibt. Ich setze mich dafür ein, dass das Ehrenamt gestärkt und massiv unterstützt wird. Und dafür muss ich mich als Nazi beschimpfen lassen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich alles andere als das bin. Liebe Freunde, wir machen das hier alles aus voller Überzeugung, in der Annahme, dass wir unser Land noch retten können. Aber wir brauchen eure Unterstützung. Geht am 1. September wählen, macht eure Kreuze richtig, erzählt überall rum, dass die AfD nicht den Nationalsozialismus will, dass die AfD keine Nazis sind, dass die AfD dem Volk nahesteht. Danke. Richtig.